Ah, hi Jessie. Hey Manuel. Na, wie war dein Wochenende? Mega, und deins? Was war das denn für ein Lärm? Du hast doch nicht etwa einen dieser neuen Verbrennerautos. Ja genau, es ist der heißeste Scheiß. Verbrennungsmotoren in Autos, ein ganz neues Ding. Stell dir vor, anstatt Strom zu laden, tankt man nun Benzin. Also ich konnte auf jeden Fall dein Auto gut hören, also bevor ich es sehen konnte. Aber was für eine verrückte Idee, Motoren in ein Auto zu bauen, die so einen Krach machen. Das ist Musik in meinen Ohren, aber ja, es ist lauter als ein Elektromotor. Der Sound hat Charakter. Okay, also ich mag es ja lieber ruhig. Aber wie machst du das denn mit dem Nachfüllen des Benzins? Dafür gibt es Stationen, die nennt man Tankstellen. Es ist sogar überdacht und man hat in wenigen Minuten den Tank voll und kann ohne Pause mehrere hundert Kilometer fahren. Ja, okay, also bei Regen und einer langen Strecke, das klingt praktisch. Aber im normalen Alltag ist das nicht total kompliziert? Also ich lade ja mein Auto einfach zu Hause oder auf der Arbeit und dann ist es vor jeder Abfahrt voll. Aber was machst du denn, wenn du irgendwo wohnst, wo in der Nähe keine Tankstelle ist? Dann muss ich halt etwas fahren und hoffen, dass sie nicht zu teuer ist oder geschlossen ist. Ein bisschen umständlich, aber es hat seinen Charme. Das heißt, die Preise sind immer anders und ändern sich womöglich täglich? Manchmal sogar stündlich. Ja, also da lobe ich mir meine Strompreisgarantie für zu Hause. Also da habe ich in den nächsten 2 Jahren immer den gleichen Preis. Und was machst du, wenn du mit dem Auto liegen bleibst und keinen Sprit mehr hast? Dann laufe ich zur nächsten Tankstelle. Ja, und trägst dann womöglich in einem Plastikbehältnis ein paar Liter hochentzündlichen und umweltschädlichen Brennstoff mit dir rum. Aber apropos, wie kommt denn das Benzin zu den Tankstellen? Tanklaster, Lager, Tankstellen, eine komplett neue Industrie, die dort entstehen wird. Ja, und nicht zu vergessen die Abhängigkeit von Ölquellen. Also nicht, dass wir nachher jede WM in der Wüste spielen müssen, damit du genug Benzin hast. Aber was passiert denn bei einem Unfall, wenn das Benzin ausläuft? Das ist doch gefährlich. Ich meine, das Zeug brennt ja wie Hulle und womöglich explodiert dann direkt alles. Also das stand auch letztens hier in meinem top-seriösen Telegram-Kanal. Moment, hier, neue Verbrennerautos verbrennen brennend am Brenner. Immer. Da explodiert nichts. Das ist alles sicher gestaltet. Ja, aber in eine öffentliche Tiefgarage darfst du dann wohl nicht fahren, oder? Ich meine, die Leute ersticken doch direkt wegen der Abgase. Ja, und bei einer normalen Garage, da muss man dann bestimmt direkt ein Abluftsystem installieren und das kostet dann wieder. Ja, und dann sind die Abgase ja nicht weg. Du tötest direkt die Natur und alle Bäume in Solingen. Manuel, jetzt bleib mal locker. Abgase werden gefiltert und du malst jetzt Szenarien aus, die hast du bestimmt auch von... Ja, TikTok. Da sind nämlich alle erstickt. Aber nochmal zu dem fürchterlichen Lärm, den die Dinger machen. Ist das überhaupt zulässig? Wenn der Wagen regelmäßig gewartet wird, dann hält sich alles in Grenzen. Ja, aber ist dieses Wartenlassen nicht total kompliziert? Ich meine, so ein Motor ist doch total komplex. Ja, schon. Aber dafür gibt es ja Profis. Wegen der Wartung, regelmäßige Ölwechsel, Getriebeöl wechseln, Luftfilter, Zahnriemen. Ja, und wenn der Zahnriemen zum Beispiel kaputt ist, dann ist ja alles kaputt. Ja, aber dann kann man den Motor ja austauschen. Nicht ideal, aber machbar. Aber das klingt doch irgendwie alles sehr teuer und vage. Gibt es da überhaupt schon genug Werkstätten, die das können? Und das Öl, das muss ja auch wieder speziell entsorgt werden, oder? Na klar, das machen die Werkstätten auch. Wenn du einen Ölwechsel selber machst, musst du das auch speziell entsorgen. Aber niemand würde ja Motoröl einfach in die Landschaft kippen. Die Werkstätten machen auch Schulungen, um diese Autos zu reparieren. Da bleibt nur zu hoffen, dass dann keiner auf die Idee kommt, neben so einem Auto zu rauchen. Komm. Naja, aber gut, überleg mal. Wenn jetzt alle plötzlich vom E-Auto auf einen Verbrenner umsteigen, dann reicht unser Öl doch nicht. Und dann bleibt dein Haus im Winter kalt, weil du kein Öl zum Heizen hast. Und für die Kunststoffindustrie und die Pharmaindustrie bleibt auch nicht genug übrig. Ja, und dann sind nicht nur die Bäume tot, sondern wir alle. Also, wenn du mich fragst, ein Verbrenner wird sich nie durchsetzen. Ich bleib bei meinem E-Auto. Manuel, wir werden sehen.